Und hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, wir sind noch in der Basis hier. Und gucken mal, ob unser Freund da ist. Der müsste eigentlich schon da sein, jetzt hoffe ich mal. Bist du so vielleicht schon da? Ich weiß nicht mehr genau. Ich bin jetzt so ein bisschen Banane hier. Doch, da ist er schon. Den hatten wir schon. Doch, den hatten wir in der letzten Episode, glaube ich, schon. Was brauchtest du denn nochmal? Verliere keine Zeit, mein Freund. Die Daten warten auf dich. Du musst sie dir nur holen. Die Idee des Aufsehers ist wie immer vernünftig. Es gibt keinen Grund, hier zu warten, wenn es dort draußen so viel zu tun gibt. Zustimmen mich bei allen. Okay. Der Aufseher wünscht mir alles Gute und ist zufrieden, dass ich mich voller Eifer an meine Aufgaben mache. Ich muss aber gucken, welche Aufgabe das war. Das habe ich mich wieder total verpennt, weil ich zwischendurch was anderes gemacht habe. Nee, warte mal. Escape war das hier. So. Wissenschaftliche Forschung. Fortgeschrittene wissenschaftliche Forschung. Ich sollte einen Wissenschaftler für meine Basis einstellen. Von seinem Terminal aus wird er mich mit neuen Technologien und Techniken versorgen, die mir beim Überleben helfen sollen. Wissenschaftsterminal bauen. Okay, wir müssen erstmal das Wissenschaftsterminal bauen. Können wir das hier nur bauen oder fehlt da noch irgendwas? Wissenschaftsterminal. Wir brauchen 25 magnetisiertes Ferrit. Alles klar, das war die Geschichte. Jetzt erinnere ich mich so langsam wieder. Ich habe natürlich keinen Platz mehr im Inventar. Das ist natürlich jetzt, hier. Habe ich den Platz im Raumschiff? Habe ich. Okay, dann schmeißen wir gerade hier die Relikte da rein. So. Jetzt habe ich ein bisschen Platz. Magnetisiertes Ferrit. Habe ich denn... Doch, reines Ferrit habe ich da. Habe ich normales Ferrit? Ich habe kein Ferrit mehr. Ich muss jetzt wieder Ferrit sammeln gehen. Na toll. 25 brauchte ich, ne? Aber ich brauche, glaube ich, drastisch mehr von dem reinen Ferrit. Wir haben aber genug Dinger hier zum Absägen. Hier, das hier zum Beispiel. Das sieht doch unheimlich... Mann. Unheimlich schlecht aus. Nehmen wir das direkt mal weg hier. Ja, ja. Ist ja egal. Wenn wir keine Plätze haben, ist egal. Ich will nur kurz Eisen haben. Das ist Ferritstaub. Oder ja, komm. Wie viel haben wir denn an Material? Beziehungsweise, wie viel kann ich denn umwandeln? Habe ich noch was vielleicht in der... Das wird aber ein bisschen nervig hier auf Dauer. Habe ich irgendwie... Kann ich das hier in die Raffinerie schmeißen? Oder ist hier vielleicht noch was drin? Hier ist da nichts drin. Okay, wir müssen die auffüllen. Das machen wir gerade. 73. Die können wir 1 zu 1 verarbeiten. Na, gucken wir mal. Vielleicht rettet das ja doch schon. Wenn ich die hier reinschmeiße, wie kriege ich da raus? 36 reicht locker. Ich brauche 25. Okay, nehmen wir die mit. Das nehmen wir auch wieder mit. Dann lassen wir das hier stehen. Okay, dann können wir das Ding jetzt doch noch bauen. Das ging ja doch schneller als gedacht. Okay, dann gucken wir mal jetzt das Ding hier einsetzen. Und dann haben wir ein Forschungsterminal. Dann müssen wir noch einen Dude einstellen hier. Und dann geht es ja doch langsam voran. Jetzt machen wir ein bisschen Rabotti-Rabotti hier. Dass wir auch mal ein bisschen vorankommen. So, Y und die Forschungsstation. Ja, die stehen natürlich vorm Fenster, ne? Ist egal, komm dahin. Okay, Ding steht. Was? Einen Basenwissenschaftler anstellen? Okay, wir haben jetzt Koordinaten gekriegt. Okay. Dann gucken wir mal. Wenn der sagt Koordinaten empfangen. Ach, wir haben keinen Treibstoff mehr. Großartig. Hab ich denn hier? Der ist auch alle. Können wir denn noch eine Zelle bauen? Warte mal. Wir können noch eine Zelle bauen, oder? Nee, ich kann kein Gehäuse, weil ich habe keinen Ferritstaub mehr. Echt jetzt? Menno. Es reicht wieder überall nicht gerade. Die packe ich mal gerade da rein. Wärmeschutzmodul. Okay, ich habe... Ja, okay, passt schon. Nee, warte, das Wärmeschutzmodul lassen wir lieber hier. Packen wir lieber die, die Daten dahin. Oder habe ich hier Platz? Nee, ist alles voll. Wieso ist hier alles voll? Verdächtiges Päckchen, Schmuggelware. Oh Mann, kann ich das eigentlich gerade... Ich muss hier aufräumen, das geht nicht. Habe ich noch Platz im Lager? Komm, gib her den ganzen Kram. Das hier in Exo dahin. Die verdächtigen Päckchen, ich nehme mir gerade alle mit und pack die mal gerade in... ins Lager hier. Wenn der noch Platz ist, hoffentlich.
Da kann ich mir später mal angucken, was da rauskommt. Hauptsache, es ist gerade erstmal weggelagert. Wir könnten von den Dingern noch welche mitnehmen, damit wir noch ein paar Pläne lernen können. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt auch erstmal da rein. Das würde ich gerne verkaufen. Warte mal, das kommt da oben hin. Ne, warte, erstmal müssen wir gucken, dass wir gerade Eisen haben. Ach, ja, komm, gib her. Wie viel brauche ich? 50, ne? 50 Ferritstaub. Komme ich da noch ran? Ja. Wie viel habe ich jetzt? Ferritstaub? 49. Genau einer zu wenig. Das darf doch nicht wahr sein. So, kann ich das Ding jetzt bauen, bitte? Ja. Kann ich jetzt... Ach, hier ist kein Platz mehr. Fracht. Kohlenstoff habe ich noch Platz. Kohlenstoffphosphor. Verdichteter Kohlenstoff. Sauerstoff können wir eigentlich mal umpacken. Kann ich das tauschen? Nee, kann ich nicht tauschen. Da muss ich irgendwas weglagern, ne? Die Wasserstoff habe ich noch 7. Gelee. Das brauche ich später zum Bauen. Schmeiß mal alles, was ich bauen kann, hier mal ins Lager gerade. Ich muss einfach Platz machen. Ich habe keinen Platz mehr. Es wird Zeit, dass ich mal wieder Upgrades hole. Schmeiß mir mal gerade hier das da rein. Akku könnte ich gebrauchen. Paraphygnium weiß ich jetzt nicht. Packe ich erstmal weg. Das reicht erstmal. Da habe ich ein bisschen Platz. Ich will jetzt nämlich nicht alles wegschmeißen. So, dann bauen wir hier das Ding. Das kommt ins Raumschiff. Dann ist das auch weg. Okay, hier haben wir 15. In der Fracht könnte ich den noch rausnehmen. Ach, es passen nur 5 rein hier. Echt? Das ist doch schon wieder doof. Ja, dann pack den hier rein gerade. Kann ich dann hier das in eine Fracht einlagern? Sehr gut. Dann nimm das hier aus dem Dingens raus. Dann lernen wir nebenbei die Dinger noch in der Anomalie. Dann kriege ich hier ein bisschen Platz. Ich sehe gerade, die kannst du stacken hier, ne? Ja. Kriege ich das hier in unser Raumschiff rein? Ach, muss ich erst hier rüberpacken. Warte mal, hier. Fracht da rein. Dann haben wir ein bisschen Platz. Da kann ich ja über Fracht kann ich ja zum Glück doppelt so viel lagern. Das ist ja ganz angenehm. So, okay. Und dann gib mir den Rest auch noch mit. Vielleicht haben wir ja doch genug. Das wäre natürlich toll. So, Paraffinium. Ach, Mist. Ich habe hier so viel Krimskrams. Das gibt's gar nicht. Die kann ich vielleicht noch abgeben. Da kann ich ein bisschen Ansehen kriegen. Oder ich pack die Dinger erstmal weg. Nee, komm, weißt du was? Wir geben die Dinger ab. Dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Ansehen. Okay. Habe ich jetzt noch irgendwas, was aus dem Raumschiff raus muss hier unbedingt, damit ich Platz kriege? Bildnis, Dingens. Ne, müsste gehen. Okay, so, dann machen wir uns jetzt mal am Weg. Mann, das dauert schon wieder hier. Ja, müssen wir zur Station. Ich hoffe mal, dass der Du schon auf uns wartet da vorne. Wo ist denn das? Und da bin ich mal gespannt, was wir alles zu lernen kriegen. So, er hat uns Koordinaten gegeben. Wahrscheinlich auf der Raumstation direkt. Ja doch, da blinkt schon was. Moment, ist das auf dem Planeten? Doch, das sieht aus, als wäre das auf dem Planeten. Wo muss ich denn hin hier? Da lang. Andere Seite vom Planeten, oder wie, oder was? Ne, anderer Planet, okay. Ne, Raumstation, ist doch richtig. Meine ich doch. Meine ich doch, meine ich doch. So, okay, dann ja, landen und dann mal gucken. Wer da auf uns wartet. Potenzieller Wissenschaftler rekrutieren. Dann fehlt uns noch der Vikin-Krieger. Der gibt uns dann noch Fahrzeuge. Und ich glaube, dann haben wir es, ne? 3 Leute können wir, glaube ich, einstellen. Oder waren das mehr? Ich glaube, 3 waren das damals. Bin mir nicht sicher. Wo ist denn der Dude? Hier? Hier. Hallo. Forschungsidentität Ninskittem.
Unbekannte Lebensform, ich habe meine Prüfung bestanden. Ehoi. Ich darf jetzt erforschen und meine Leidenschaft für Strukturanalysen nachgehen. Hast du eine Basis, ein Wissenschaftsterminal? Überlege doch nur, was damit alles erreicht werden kann. Der Corvex ist glücklich und freut sich, mich zu sehen. Er scheint eine Initiation für seine Spezies abgeschlossen zu haben und muss jetzt raus ins Universum, um seinem Interesse zu folgen. Der Wissenschaftler tritt meiner Basis bei, wenn ich ihm ein Wissenschaftsterminal zur Verfügung stelle. Okay. Ehoi, ich brauche keine Bezahlung. Dich im Schlaf zu scannen, ist Bezahlung genug. Okay. Wir haben einen Wissenschaftler. Kehre zur Basis zurück. Na toll. Okay, wir könnten jetzt aber gerade mal... Ah nee, können wir hier nicht, ne? Wir könnten zur Anomalie gerade, das wäre noch eine Idee. Gerade ein paar Baupläne lernen. Warte mal, können wir irgendein Schiff verkaufen hier? Weil wir ja auch noch gerade Verkäufer. Ja, hallo. Moment, Moment, bitte. Okay, nicht im Gehäuse. Elektronische Lebensformen scheinen sich zu verengen, während sie sich auf die Verhandlung vorbereitet. Sie deutet an, dass sie bereit ist für den Tausch von Waren und Verkauf ihres Raumschiffs zu verhandeln. Raumschiff interessiert mich gerade. Okay, ich guck mal gerade. Oh, eine A-Klasse sogar. 2,1 Millionen. Das ist ziemlich günstig hier. Ich habe immer noch diese Schattenfeder da drin, obwohl ich Schatten deaktiviert habe. Nee, brauche ich nicht. Nein, ich wollte noch was verkaufen. Warte. Schön hier geblieben. Okay, handeln. Kann ich denn was bei dir handeln? Beziehungsweise verkaufen? Warte mal hier. Ich würde nämlich gerne... Paraffinum? Das verkaufe ich mal gerade. Das ist weg. Das hier. Nachfrage plus 0,1% ist jetzt nicht so viel. Ja, komm hier. Weg ist es. Das hier. Ein unheimlicher Splitter aus violettem Glas, der aus den zerstörten Überresten von Wächtermaschinen geborgen wurde. Seine Wände sind dünn und der kann aufgebrochen werden, um wertvolle Wächterkomponenten zu erhalten. Sollte ich das dann behalten, das Zeug? Wenn es aufgebrochen werden kann? Dann behalte ich das lieber. Warte mal, kann ich das denn direkt aufbrechen hier oder Komponenten extrahieren? Ja, kann ich hier machen. Oh, ich kann es auf eine 5 machen. Okay, dann müssen wir so machen. Das interessiert mich jetzt. Was kommt denn da raus? Ein Wikin-Bildnis, echt? Was haben wir denn hier gekriegt? Wächter-Exo-Anzug-Fragment. Verbotenes Exo-Anzug-Modul. Dieses seltsame Trümmerfragment wurde aus Wächtertechnologie gewonnen. Seine Auswirkungen unbekannt. Und natürlich habe ich keinen Platz mehr. Ja, das war ganz gut, aber irgendwie auch nicht gut. Dann muss ich dich da reinpacken. Das Problem ist, wir können nichts mitnehmen. Dann gucken wir den Splitter noch nach. Antimaterie, okay. Kann ich Gehäuse bauen? Nee, ich habe nicht genug Metall, ne? Ferrit brauche ich. Dammit! Kann ich mir Ferrit gerade kaufen? Ein Wächteranzugfragment, was war das andere? Moment, das waren zwei verschiedene Dinger, ne? Ah ja. Das ist ein Waffensplitter. Den könnte ich mir gleich nachgucken. Ich kann die Dinger auch gegen Nanit verkaufen, wenn ich gerade knapp bei Nanit bin. Das ist natürlich auch nicht schlecht. 500 ist schon eine Hausnummer. Ich habe gerade keine Lust, Metall zu sammeln. Kann ich ein bisschen Ferrit mitnehmen, bitte? Hier. Gib mir alles mit. Für 7000 nehme ich es mit. Dann baue ich gerade einen... den hier. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich wieder keinen Platz habe, wie immer. Oh Mann. Ja, was mache ich denn jetzt? Das Nanorohr ist nicht so schlimm. Komm, verkauf das mal. Okay, Nanorohr. Hier ist nichts wert, aber ist egal. Ich brauche Platz. Okay, dann bauen wir hier das hier. Und dann kommt das da rein. Haben wir ein bisschen Platz. Habe ich noch... Ich hatte doch irgendwo noch... Hier drin, ne? Ich habe nur 3 Slots frei. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Aufbrechen. Hydraulische Verkabelung. Hergestellte Technologie. Und bei der spezielle Kabel- und Steuerketten aus diesem flexiblen Material möglich Kraft und Signalübertragung sowie die direkte Manipulation entfernter Komponenten wird bei der Herstellung einer Vielzahl fortschrittlicher Technologien verwendet. Herstellen und verbessern. Das heißt, ich sollte es eigentlich behalten, ne? Was habe ich jetzt gekriegt? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Noch ein Upgrade. Exo-Anzug, okay. Wikin-Bildnis. Ich habe noch ein Wikin-Bildnis gekriegt, okay. Was kriege ich denn für ein Upgrade für meinen Anzug? Was ist das? Naniten mit markierten
markierte Generation an. Wächtermotivation für Exo-Anzug leuchtet mit diesem unheimlichen violetten Licht, dessen Schaltkreise sich jedes Mal verändern, wenn sie beobachtet werden. Ein sickernder Nanitschaum flutet das Modul und visiert Kerngesundheit, Solarmodul, Energie, Sprintdistanz und Treibstoffeffizienz an. Kerngesundheit plus 33, Sprintdistanz 57%. Wow. Solarmodul, Energie 65% und Treibstoffeffizienz 25%. Holy moly, das ist ja schon ein bisschen hardcore, das Ding. Kann ich aber nicht einsetzen, weil ich glaube, ich keinen Slot mehr habe, ne? Ja, ist kein Platz mehr. Ja, das heißt, ich muss hier wieder Slots freischalten. Juhu. Ich müsste dich aufladen. Kann ich dich aufladen? Jo, hier. Okay. Dich lade ich auch gerade auf. Komm, hier. Dann sind wir wieder fit. Wie machen wir das denn jetzt? Das kommt hier hin, das kommt dahin. Du kommst dahin. Muss ich dich dahin stopfen? Das ist jetzt doof. Soll ich noch einen ausprobieren? Komm, wir probieren noch einen aus. Wässrige Turbine. Was haben wir denn hier? Wächtermodulation der Exo-Anzug leuchtet mit dem unheimlichen violetten Licht. Bla 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 und so weiter und so fort. Solarmodul und Lebenserhaltungstank. 32%. Da die zusammenpassen, kann ich die kombinieren. Warte mal, da muss ich den hier... Oh, Backe. Das ist aber blöde, weil da muss ich den aus dem Technologieding rausnehmen. Und hier hinpacken, weil dann kann ich die drei kombinieren. Ha! Was war das? Artemis-Übersetzer, kann ich dich zufällig dann hier in deinen Technologieslot stecken? Ja, sehr gut. Okay, das ist ganz gut. Dann habe ich hier wieder ein bisschen Platz. Ich packe dich mal darüber. Weil ich baue hier nur noch verbotene Technologie ein in meinen Dingens hier. Upgrades ohne Ende. So, und was ist hier? Geborgene Resonatoren, verbotenes Multiwerkzeug. Eine Wächtermodifikation für Multiwerkzeug leuchtet mit einem unheimlichen Violett. Ja, das kennen wir schon. Sikanoninschaum. Nachladezeit minus 1% und Feuerrate plus 5%. Okay, nice. Legen wir da hin. Wir graden hier alles ab mit verbotenen Dingern hier von den Wächtern. Es lohnt sich vielleicht sogar noch mehr Wächter zu holen. Und das sind ja hier Schwarzmarktmodifikationen. Okay, wir pimpen schon ganz gut, muss ich zugeben. Der Damage Boost geht auch schon ein bisschen nach oben. Das ist natürlich... Puh. Nicht schlecht. Kann ich zufällig hier... was haben wir denn hier? Warte mal. Gehäuse habe ich noch 4 Stück. Könnte ich ein paar Gehäuse abgeben? Lebensform, ja, ja. Lebensform, Technologie, Mirm, Amp, Korvax, ach, aber wir werden begleichen. Gap ist unser Saraos. Elektronische Lebensform bewundert meinen Exo-Anzug. Sie scannt seine Umrisse und Technologieausrüstung. Ich hätte gerne Dialekt. Moment, haben wir das nicht schon gemacht? Oder bist du neu hier? Echo-Analyst-Entität Laxanov summt zustimmt. Die Lebensform zeigt mir eine Liste mit Straßensymbolen, eine Auswahl, die ich lernen kann. Okay, Freundschaftssymbol. Reparieren. Okay, gutes Wort. Okay, dann möchte ich dir gerne ein Geschenk anbieten. Habe ich hier, sind die alle neu oder wie oder was? Ne, der ist besucht. Komm hier, dann gebe ich dir gerade ein Modul, ein Geschenk. Ich lese es jetzt gerade nicht mehr, ich will jetzt nur kurz die Sachen abgeben. Okay. Komm, wir reden mit dir rückwärts. Alarm, Ilo, Luxu, Verden, Buirif, Goku, Verden, Ux, Nixur, Akanyix, Eindringling, Ralliangren, Nvux, Daimo. Der Krieger springt breitschulrig und kampflustig nach vorne, während er mehrmals scharf bellt. Er starrt mich an und wartet auf meine Reaktion. Hier, komm, Bildnis. Leute noch Ruango und nimmt mein Geschenk dankend an. Guck mal, das mit dem Rücken zur Wand hier. Ein Gag. Komm, wir verteilen gerade Geschenke. Pieper Bonbon, so viel Mickey, immer Lusso Gedorf, Fixal Ufu, Gek, Fixalugt. Decke produziert, als ich mich nähere. Ich habe noch keine Forderung ausgesprochen, da erscheint mich schon präsentativ abzuwählen. Komm hier, dann gib ein Geschenk. M weigert sich zu hören, die Lebensform ist resolut. Ja, aber ich habe trotzdem Dings gegeben. Ist egal. Guck mal hier. Du bist immer noch hier? Was für Kopf ist alle Ehre reisen, da? Ehoi. Warum bist du eigentlich noch hier? Respekt zeigen. Ehoi, ehoi, ehoi. Immer höflich sein bei den Leuten hier, ne? Vor allem, wenn sie dir helfen sollen. Kann ich dir noch ein Geschenk machen? Reisender, Panzer ist abweichend. Tu nicht, Ogu Azinokamsk. Der Kopf ist starr, es ist seltsam. Er scheint äußerst nervös zu sein. Hier, ein Geschenk. Analyst nimmt mein Geschenk an Dank an. Okay. Habe ich jetzt Platz in meinem Inventar, bitte? Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht.
Ich muss Geschenke loswerden. Hier, komm, wir machen heute ein Geschenkeding. Reisender Korvex ist der Tanabisto, hat der höchste Uwa, kann nicht sein, Uitel. Der Korvex gibt mehrfach schnell etwas in seine Datentablett ein, ehe er mir das Gerät stolz hinhält. Auf dem Bildschirm sind einige Zahlen zu sehen. Ganz oben auf der Liste wurde ein Eintrag markiert. Hier, Geschenk. Nimm ein Geschenk an. Yay, ich hab Platz. So, kann ich mit dir reden oder bist du auch abweisend? Am Ratzwang, Freund, Ukunkut Niki, Produkt Eble Luyin Atals Fani Tanatu Itni Fanulavo. Der Gag holt ein Leckerbissen aus der Tasche. Nee, bitte nicht. Du kriegst ein Geschenk hier. Du wolltest mir was Gutes tun, ich tue dir was Gutes. Wir haben ein bisschen Platz, wir haben noch zu viel. Wir haben noch so viel Wikinenbildnisse hier. Und Dolche haben wir auch noch. Ich weiß noch nicht genau, Zeremonie der Waffe, ein zentrales Element der Tradition und Kultur der Wikinen. Aber Dolche nimmt nicht jeder an, glaube ich, ne? Okay. Jetzt haben wir ein paar Geschenke ausgegeben, jetzt müssen wir wieder zur Basis zurück. Haben wir sonst nichts zu tun? Und ich kriege ein bisschen Platz im Inventar, aber ich würde gerne noch zur Anomalie kurz. Zur Anomalie und dann nochmal kurz. Ist die Anomalie denn hier im Sektor? Ich glaube nicht, ne? Die Anomalie ist... Wo ist denn mein Schiff überhaupt? Nanu? Da muss ich noch später hin. Ist das hinter der Station? Mach mich nicht schwach. Ach man, dieser 3D-Raum, ne? 360 Grad und ich habe keine Ahnung. Da muss ich hin? Nein. Noch weiter nach oben. Da muss ich hin. Dann gehen wir da erstmal hin und dann... Ich würde gerne die Anomalie gerade holen. Warte mal, kann ich die hier kurz herseppen? Mit X Anomalie. Bitte. Und dann holen wir kurz die Baupläne. Dann machen wir das jetzt alles in einem Abwasch. Und dann können wir gleich in der nächsten Episode sozusagen dann hoffentlich mit Apollo reden. Oder vielleicht noch diese Episode, ich weiß nicht genau. Wir müssen mal gucken. Beziehungsweise wir sind ja auf dem Pfad von Apollo. Wir holen uns ja die ganzen Leute. Aber wir müssen mal gucken, wo wir dann noch hingehen können. Wir haben ja noch ein paar Missionen offen. Oh, oh. Okay, das wäre jetzt aber definitiv ins Auge gegangen. Wären wir hier nicht in einer Anomalie und vielleicht hoffentlich in der Phase verschoben, weil sonst hätten wir uns zerlegt. Was ist das denn für ein Raumschiff? Das sind Sonnensegel oder wie oder was ist das? Ziemlich abgefahren. Okay. So, ich will jetzt... Wo will ich denn jetzt hin? Ich will erstmal noch rüber. Hier chillen sogar noch welche. Wir gehen die Baupläne kurz holen. Weil Material habe ich ja genug. Das geht hoffentlich. Moment, da leuchtet doch irgendwas. Okay. Was blinkt denn hier? Keine Ahnung. Ach so, hier. Weil ich noch okay was lernen kann. Dann lernen wir nochmal ganz schnell. Vor allem ganz schnell. Landefeld wäre wichtig. Alternatives Landefeld. Gibt es neue Landefelder? Kohlenstoff, das kann ich bauen. Was ist das hier? Kurzstreckenteleporter. Oh, Teleporter ist auch nice. Was ist das? Teleportkabel. Das kenne ich noch nicht. Markterminal. Wollen wir vielleicht nicht überall hin. Was ist das hier? Nachrichtenmodul. Okay. Das ist auch neu, das kenne ich noch nicht. Oder gab es das schon? Ich bin mir nicht sicher. Raffinerie wäre ganz wichtig, damit wir hier was raffinieren können. Große Raffinerie, Antimaterie. Oh, das Zeug ist natürlich teuer, ne? Ich würde gerne noch was abbauen können. Nährstoffprozessor. 37 geborgene Daten habe ich nur noch. Das ist nicht so gut. Fahrzeuge lasse ich mal gerade alles außen vor. Eine Rennstrecke können wir auch noch bauen. Ich würde gerne... Wo ist denn das andere Zeug? Das wäre nicht schlecht. Hier, da braucht man nämlich immer nur einen, glaube ich. Das ist alles nur Deko. Das kostet nicht so viel. Das hier will ich haben. Ich will Sachen abbauen können. Das Problem ist immer, wir haben nicht mehr so viele Module. Gas, Versorgungsdepot. Okay, das ist ein Lager. Und das Rohr. Okay, dann können wir das bauen. Dann sind wir da schon mal aus dem Schneider. Den Magneten können wir nicht mehr bauen. Der wäre noch wichtig. Mist. Wir brauchen nur 10. Hat er die alle aus dem Schiff rausgeholt? Ich glaube ja. Ne, aus meinem Dingens, ne? Warte mal. Ja, 6 Stück sind nur übrig. Dammit, das reicht nicht. Ich muss mal gerade gucken.
Ich bräuchte... Wie viel noch? Das habe ich alles freigeschaltet, das habe ich freigeschaltet. Das ist weg. Hier fehlen noch ein paar Sachen, die könnte ich noch wegmachen. Da auch noch. Das heißt, ich muss nochmal sammeln gehen, leider. Ja, muss ich zwischen den Episoden machen, irgendwie, wenn ich dazu komme. Im Moment komme ich da überhaupt nicht zu, leider. Den Generator hätte ich gerne. Das heißt, ich muss noch 4 geborgene Daten besorgen. Dann könnte ich mir den Generator noch holen. Das wäre wichtig. Der ist nämlich ziemlich gut. Dann können wir nämlich hoffentlich auf der Zwischenstation, wo ich die Kristalle gesammelt habe, dann mal weitermachen. Ich bin aber überlegen, ob ich... Doch, ich könnte das vielleicht raussuchen und einmal zeigen für euch. Das weiß ich nämlich noch so ein bisschen, hoffentlich. Denn da gibt es, obwohl ich weiß nicht, ob das auf dem Planeten ist, es gibt auf bestimmten Planeten so, ja, wie soll man sagen, Geysire, wo du Gas sozusagen abschöpfen kannst. Du kannst es dann ins Versorgungsdepot lagern. Genauso mit dem Mineralextraktor. Da gibt es dann auch so Stellen, wo so Adern runter sind und die hämmern, ich glaube, die hämmern, ne? Die hämmern im Boden die ganze Zeit. Die kann man ein bisschen abseits von der Basis stellen, weil die Dinger sind verdammt laut. Und die elektromagnetischen Generatoren, die bringen dann Strom. Also ein paar Sachen gibt es da noch. Ich muss auf jeden Fall noch einen Haufen Module sammeln, so wie es aussieht. Boah, was ist das denn für ein Ding hier? Der hat aber eine riesen Schnauze. Ich mag die nicht ganz so gern mit dieser langen Schnauze. Ich mag die lieber mit dieser anderen, dieses Viper-Ding, was es damals gab. Aber irgendwie finde ich das nicht mehr, ne? Die haben alle so spezielle Raumschiffe jetzt hier. Krass, ich will auch so ein Ding haben. Ich muss mal demnächst wieder auf Raumschiffsuche gehen wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht genau, wo man die finden kann. Ob die abgestürzt sind, die Raumschiffe, oder ob man da schon im anderen Universum sein muss. Weil man kann, zumindest so, wie ich das mitgekriegt habe damals, in ein anderes Universum gehen. Wenn... Wollen wir die Gorsche weg? Jetzt haben wir hoffentlich Ruhe, okay. Wenn man es zum Mittelpunkt des Universums schafft... kann man tatsächlich, da muss ich hin, in ein alternatives Universum, glaube ich, gehen, mit neuen Planeten, andere Dingens. Ich glaube, dann gibt es auch bessere Planeten, also bessere, erdähnlichere, glaube ich, Planeten. Ich bin mir nicht sicher. Kann aber auch sein, dass das andere Planeten sind, einfach mit anderen Eigenschaften. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es davon gibt, ob es da unendlich viele Paralleluniversen gibt. Das habe ich zumindest so mitgekriegt, aber ob es das noch gibt, ob das wirklich der Fall noch ist, weiß ich auch nicht genau. Das gilt es dann alles rauszufinden. Aber ja, gut, mit meinem Arbeitstempo hier, sage ich mal so, wird das eine Weile dauern. So. Ich weiß auch nicht, ob ich... Mann. Warum ist das Ding noch hier? Habe ich das nicht kaputt gemacht? Ich weiß auch nicht genau, ob ich dann irgendwann anfange, ein bisschen zu überspringen, die Sachen, weil es ist halt, wie man schon gemerkt hat, wahrscheinlich zwischendurch schon sehr repetitiv. Und ja, mit der Kabellage, das lief halt auch nicht so pralle. Da habe ich halt eine ganze Episode verbraten, nur um diese Kabellage hinzukriegen. Ich glaube, das werde ich dann off-cam probieren und dann versuchen, wenn ich mich dann daran erinnere, zu erklären, wenn das denn für euch interessant ist. Es wäre mal gut, wenn das mal einer in einen Kommentar schreiben würde. Ups, nein, da will ich nicht hin. Denn dann weiß ich, ob das interessant ist oder eher nicht. Oder ob ich lieber durch die Gegend reisen soll und andere Raumschiffe finden, neue Ruinen. Storymäßig weitermachen, auf jeden Fall. Eine schöne Basisreise, ne? Wie es sich für einen ehrenhaften Stand gehört. Oh, Corvex wird hier so glücklich sein. Der Corvex quillt über vor Begeisterung. Weder seine Hülle noch die Wände meiner Basis scheinen sie eindämmen zu können. Um Hilfe bitten, erstmal willkommen heißen. Ehre, den Monolithen des Reisenden zu sehen. Ehre, aber bitte, Corvex steuert bei. Nimm diese Baupläne, Schmiermittel und Säure, Flüssigkeiten, die sehr wichtig für Corvex sind. Habe ich die jetzt so gelernt? Achso, das sind Sachen, die ich verkaufen kann, ne? Reisender ernte Kürbisknolle und Corvex wird mehr tun. Wird Pläne für Mikroprozessoren und fortgeschrittene Raffinerien erstellen. Corvex wird auch Fenster putzen, während du weg bist. Wow, er macht sich sogar noch nützlich und geht Fenster putzen. Auch nicht schlecht. So, was habe ich auch nicht gehört. Was machst du so in Zeiten der Weltraumreisenden? Ich putze Fenster, habe ja sonst nichts zu tun. Der Corvex will sich unbedingt erkenntlich zeigen. Er überhäuft mich mit Lob und ist überall behilflich. Er sagt mir, dass Reisende verehrt werden sollen und wichtiger als alle anderen sind. Womit habe ich solche Wertschätzung verdient? Ja, das frage ich mich auch. Der Wissenschaftler benötigt Kürbisknollen und Kobalt, Materialien, die man unter der Erde findet. Mit diesen Substanzen wird er Baupläne für Mikroprozessoren und fortgeschrittene Raffinerien erstellen. Das Blöde ist nur, die Sachen habe ich, glaube ich, gelernt.
Ja, wir müssen ja anfangen. Es geht ja nicht anders. Freude, unser Zuhause wird hell und unser Fenster werden sauber. Warum kann ich das dann da drüben lernen? Warte mal, das habe ich doch gelernt, ne? Kann ich da jetzt nachgucken? Nee, kann ich nicht, ne? Das habe ich doch gelernt. Hier, Mikroprozessoren habe ich gelernt. Ja. Hätte man die Hauptquest gemacht, ne? Dann hätte man sich das sparen können. Also, haben wir da was gelernt. Diese Pläne braucht ihr euch nicht unbedingt in der Anomalie sofort kaufen, wenn man die hier über die Quest kriegen kann. Das heißt, man entwickelt sich sowieso weiter. Und ja, kann sich das dann sparen. Kreaturenkugeln, die würde ich gerne mal ausprobieren. Da kann man hier Tiere fangen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Oder? Ne, Standard-Kreaturenköder kann direkt platziert oder über das Schnellmenü aufgerufen werden. Dieser Köder lockt Kreaturen an, lässt sie Physium abgeben. Sobald eine Kreatur gefüttert wurde, kann sie für ihre Erzeugnisse gezähmt oder gezüchtet werden. Das müsste ich auch mal ausprobieren. Das habe ich bisher nie gemacht. Kreaturen züchten. Aber ich weiß nicht, wie interessant das ist. Für mich wäre es interessant, weil habe ich noch nicht gemacht. Mal gucken. Muss ich mir eigentlich mal merken. Ich müsste mir eigentlich so einen Marker machen. So, Haken hin hier. Bitte auf jeden Fall mal machen. Das heißt, ich muss mal Vorbereitung treffen. Die sitzen hier alle so aufgeregt, ne, in meiner Basis, aber die haben nichts zum Schlafen. Das Einzige, was sie haben, ist ein Terminal. Da müssen sie hier schlafen. Die haben nicht mal einen Stuhl. Den habe ich nicht mal gleich. Kannst du mir noch was lernen hier? Verliere keine Zeit, mein Freund. Die Daten warten auf dich. Du musst sie nur holen. Die Idee des Aufsehers ist wie immer vernünftig. Es gibt keinen Grund. Okay. Zustimmen mich beiden. Die Aufseher wünschen mal das Gute. Blablabla. Okay. Gibt es noch irgendwas? Nee, ich muss jetzt ihm erstmal helfen, bevor ich dann zum nächsten komme, ne? Oder? Warte mal. Ich komme nur durcheinander mit Tab und mit Escape. In den Weltraum zurück oder Apollo kontaktieren. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss mit Apollo wieder reden. Ja, dann machen wir das erstmal weiter, würde ich sagen, damit wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Ich hätte gedacht, wir machen noch ein bisschen was anderes. War leider wieder nicht so viel, aber wir haben jetzt zumindest den Wissenschaftler kennengelernt, haben noch ein paar Geschenke verteilt und haben wir noch irgendwas gemacht? Ja doch, wir haben noch ein paar Baupläne jetzt geholt, die wir uns hätten vielleicht auch sparen können, oder? Ne, Baupläne nicht, aber wobei, dann können wir uns Naniten sparen bei Dingens, wenn der Wissenschaftler das macht. Ja, dann gucken wir mal. Apollo müssen wir in der nächsten Episode auf jeden Fall kontaktieren. Ich hoffe, ihr erinnert mich dran. Und dann würde ich gerne mal gucken, da muss ich aber zum anderen Posten hingehen, da muss ich mir zwischen den Episoden was machen. Denn ich würde dann gerne mal gucken, ob ich da dann vielleicht auf dem Planeten solche Vorkommnisse finden kann, um dann mal diese Abbaustationen bauen zu können. Ich muss so gucken, ob man die irgendwie schützen muss, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich habe die damals zugebaut, dass da nichts rankommt und die angreifen kann oder so. Ich bin mir nicht sicher, muss ich nochmal gucken. Ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall wird die Mission wird immer länger. Weltraumanomalie. Nach Atem müssen wir den mysteriösen Apollo suchen. Das müssten wir ja auch noch machen. Also wir haben eigentlich haben wir ja Missionen genug. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich vielleicht Missionen mache. Den Kleinkram zwischendurch. Und dann kann ich euch kurz ein bisschen was erklären vielleicht. Und dann halt die Hauptstory weitermachen, was wahrscheinlich am meisten Sinn machen würde. Ja, die Siedlerausbau der Basis. Da gibt es noch viel zu tun. Und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Primärmission. Und wenn es sich ergibt, machen wir hier die Sachen noch. Dann können wir das vielleicht doch irgendwie kombinieren. Das wird zumindest am meisten Sinn machen. Okay, Apollo kontaktieren und hier. In der Manuel kannst du Technologiebaupläne, Basisteile, ja, das haben wir schon. Das ist aber das Hauptding, ne? Na, Manuel kannst du. Ja, da muss ich das alles tauschen und erst lernen. Doch, ich muss ein anderes System vielleicht. Das könnte sein. Schwarze Loch erreichen. Der Atlas, das ist weg. Das habe ich damals immer gemacht. Ich bin ja so ein bisschen jetzt hier, wie soll man es sagen? Der Pirat der Piraten, kann man das so sagen? Weil ich die alle platt mache und mir die ganze Technologie hole, genauso wie die Wächter-Technologie. Im Grunde genommen hole ich mir überall verbotene Technologie. Ich bin hier der Dude mit verbotenen Waren hier, sozusagen in No Man's Sky. Ja gut, dann gucken wir mal. Wir müssen zu Apollo in den Weltraum zurück. Da muss ich mal schauen. Das müssen wir mal in der nächsten Episode machen dann. Denn das war jetzt nur eine kurze Aufnahme. Ich habe nämlich keine Zeit leider. Ich bin immer noch in der Voraufnahme, weil mir nämlich noch der Weisheitszahn gezogen wird und dann kann es sein, dass ich erstmal nicht viel großartig was machen kann. Und dann will ich vorher halt zumindest ein paar Episoden haben, dass es weiterlaufen kann. Ich hoffe nur, die Episoden sind für euch interessant genug und helfen euch oder zum Abschalten vielleicht ganz gut. Wie gesagt, Second Monitor Content würde ich das jetzt bezeichnen in meinem Let's Play, so, weil so professionell ist es leider dann noch nicht. Das ist eher so ein Chiller mit Freunden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Zumindest würde ich es so definieren. Wenn ihr es auch so sehen würdet, würde es mich freuen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Mal. Ciao.